Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Heute Folge 4 in Staffel 2. Und zwar, Leute, was ist los? Ich fühle mich heute wie neu geboren. Und wir kochen heute ungarisch, weil unser Herz schlägt für Ungarn. Also in diesem Sinne, bleibt dran, bis gleich. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo und Rizzo Junior. Ja? Grüßt euch. Der Große ist heute mit im Bund und es wird mega, weil heute Emotionen pur. Heute kochen wir wieder ungarisch, unser Urlaub ist schon etwas länger wieder her und die kalte Jahreszeit kommt jetzt und deswegen haben wir uns gedacht, oder habe ich mir gedacht, wir kochen mal eine richtig schöne Húsleves, das ist im Prinzip eine ungarische Fleischbrühe mit Gemüse und Nudeln. Gibt es eigentlich immer so als kleine Vorspeise. Und dann machen wir Palacsinten. Aber nicht die süße Variante, so wie ihr sie kennt, sondern wir machen eine traditionelle Hordobágy Palacsinta. Kommt im Prinzip aus der Hordobágy, aus dem ungarischen, aus der ungarischen Steppe. Auch bekannt als Puszta oder Puszta ist auch ein Teil der Hordobágy. Genau. Also ihr Lieben, seid gespannt, bleibt dran oder ihr seid ja schon dabei. Und falls ihr noch nicht dabei seid und die anderen Folgen davor verpasst habt, dann abonniert einfach mal meinen Kanal und dann seid ihr eigentlich immer up to date. So, Adi, schön, dass du Zeit genommen hast. Kein Problem. Und dass wir heute hier zusammen kochen. Ja, ich freue mich, Papa. Du freust dich, ich freue mich genauso. Also, auf jeden Fall, Marschrichtung für dich. Wir setzen als erstes die Brühe an. Richtig. Und die setzen wir an aus einem Stück Rind, Querrippe oder zwei kleine Stücken, die sind hier drin. Ne? Und das wäre die Kalbsoberschale für unser Pürkölt, was wir ansetzen für die Hordobágy Palacsinta. Genau, das machen wir als erstes. Also Adi, Marschrichtung, schälen. Gemüse, erstmal schälen. Und zwar haben wir hier ein Suppengrün klassisch, das heißt Sellerie. Wir haben Petersilienwurzel, wir haben Karotten. Wir haben eine Lauchstange, ein bisschen Petersilie, Zwiebel brauchen wir noch dazu und was in der ungarischen Brühe auch nie fehlen darf, ist Kohlrabi. Ne? Den tun wir auch ganz einfach dann mit schälen. Geht los. Gut, also auf geht's und ich kümmere mich dabei ein bisschen um unser Pürkölt-Ansatz, denn für die Variante Hordobágy Palacsinta haben wir natürlich verschiedene Zubereitungsmethoden. Es gibt die Methode, ganz einfach, das mit gehacktem Fleisch zu füllen. Aber wir machen eher die andere Variante, um euch mal zu zeigen, wie wir auch den Ansatz eines ungarischen Pürkölts zum Beispiel machen. Ungarisches Gulasch. Ne? Also, dazu brauchen wir als erstes mal ein Kochgeschirr, in dem Fall hier einen Topf. Man kann auch eine Pfanne nehmen. Ne? So, und hier ist immer wichtig, um das Ganze richtig schön saftig zu machen, brauchen wir natürlich annähernd Zwiebel und Fleisch im Verhältnis 1:1. Ne? Also nehmen wir uns hier mal 5 Zwiebeln daher. 5 Zwiebeln daher, die schälen wir und schneiden sie einfach in Würfel. Jetzt brauchen wir noch für unseren Ansatz
gibt es erstmal hier etwas Rapsöl rein. Dann brauchen wir Paprikaschoten, in dem Fall hier Spitzpaprika. Wir brauchen Tomaten. Die werden wir uns mal flugs waschen noch. Hätten wir eigentlich vorher schon machen können, ne? So, also Zwiebel und Knoblauch tun wir hier schön in Würfel schneiden. Ja, kann ruhig grob sein, das müssen jetzt nicht die feinsten Würfel sein. Aber so, dass vom Volumen halt wirklich Zwiebel und Fleisch 1:1 ist, weil die Zwiebel dafür sorgt, dass man eine richtig schöne, sämige Soße bekommt. Ja, das ist wichtig bei einem Gulasch. Oder in dem Fall halt bei dem ungarischen Pörkölt. Das heißt, es muss dann beim Kochen muss es dann so blub, blub, blub machen. Ne? Das darf nicht köcheln und brodeln, sondern es muss halt so dieses blub, blub, blub. Dieses Blubben ergeben. Ne? Dann ist die Konsistenz genau richtig. Adi, ungarisches Gulasch, Pörkölt. Beste. Geht das bei dir? Isst du das gerne? Ja. Was gehört dazu eigentlich so ein bisschen zu einem schönen Pörkölt als Beilage? Nockern. Genau, schöne Nockern, ne? Genau, bei uns im Sommer, wir waren ja wieder kurz entschlossen, bist du ja im Sommerurlaub noch mitgefahren. Oh ja. Das war geil, oder? Nach 2 Jahren endlich mal wieder. Endlich mal wieder Balaton, endlich mal wieder Boot fahren, endlich mal wieder chillen, endlich mal wieder, was noch, endlich mal wieder? Zusammen sein. Zusammen sein, genau. Das war einfach mal wieder die Ruhe genießen. Genau. Es war klasse, es war mega. Mike war ja am Anfang mit dabei, ne? Mike. Wer war noch mit dabei? Der kommt noch vorbei. Die Liebschers, genau. Thomas, Heidi waren auch mit da. Mega. Mega, mega, mega. Papa, wie war denn das bei dem Lauch? Die äußere Schale machst du ab auf jeden Fall. Ich zeig's dir gleich komplett rüber. Gut, die hab ich. Kohlrabi. Genau, äußere Schale ab. Hier kannst du auch gerne nochmal vorne einen Schnitt machen, hinten noch einen Schnitt machen. Ja. Weil den nehmen wir einfach nur als Geschmacksträger halt in die Brühe mit rein. Ne? Okay, geht los. Genau. Hier so. Und die kannst du dann einfach nur Längen auch halbieren und vierteln. Ne? Und bei den Karotten genau dasselbe Spiel. Ne? Halbieren, okay, vierteln klar. Und auch nochmal so halbieren. Also hier erstmal Längen auch vierteln und dann so. Geht los. Und wenn es wirklich so dicke sein sollte, stark sein sollte, tust du es hier auch nochmal durchschneiden. Ja, yep. Genau. Guti. Gut, jetzt machen wir hier erstmal den Zwiebel-Knoblauch-Ansatz. Und damit ihr nicht so einen extrem Knoblauchgeschmack bekommt, einfach mal hier so eine angestoßene Knoblauchzehe dazu nehmen. Damit rein. Da sollten hier mal 2 Stück reichen. Rein damit. So, und jetzt schwitzt ihr die ganze Nummer einfach schön farblos an. Also nicht anbraten, sondern wirklich nur anschwitzen. Also wir wollen jetzt hier keine Farbe haben. Im Gegensatz zum deutschen Gulasch hatte ich euch schon mal erklärt in einer der ersten Sendungen in der ersten Staffel, wo wir ein Hähnchenpürgold gekocht haben, dass wir ganz einfach alles anschwitzen. Ne, beim deutschen Gulasch wird es richtig scharf angebraten und das machen die Ungarn halt nicht. So, in der Zwischenzeit tun wir uns hier noch die Tomate und die Paprika schneiden. Katastrophenalarm. Jetzt schon. Genau.
Und alles, was von dir kommt, kommt hier in den Topf rein. Ne? Kannst du es schon reintun? Im Prinzip kannst du. Da kommt ein bisschen Platz hier. Genau, kannst du das schon mit reingeben. Dann kommt natürlich unser Fleisch mit rein und Brühen und Fond setzen wir mal kalt dann in der Hinsicht hier. Ne? Also hier Querrippe vom Rind da mit reinlegen und setzen die ganzen Nummer kalt an, damit es auch eine klare Brühe wird. Ne? Damit im Prinzip das Eiweiß im Fleisch nicht sofort austritt, sondern das wird sich oben absetzen und das können wir abschöpfen mit einer Schaumkelle. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist, dass wir somit die Trübstoffe, die sich in dem Eiweiß einschließen, ganz einfach abschöpfen können. Und somit haben wir dann eine richtig wunderbare, schöne, klare Brühe. So, bei den Ungarn geht auch gerne mal hier von der Spitzpaprika auch mal das Ende der Paprikaschote halt mit rein. Gibt natürlich auch noch einen gewissen Geschmack halt mit dazu. Hey, Enea! Kommst du rein? Kommst du rein? Ohne dich. Du kannst ja wenigstens mal Hallo sagen. Hallo, Enea. Genau. Nee, schön, dass du hierher gefunden hast. Mega. Gut, also hier die Zwiebeln und den Knoblauch schön andünsten. Und dann nehmen wir uns gleich dann das Kalb noch mit daher. Aber erstmal putzen wir uns die Paprikaschote und schneiden uns die Tomaten zurecht. Kann er dann nochmal abspülen. So. Adrian, läuft bei dir? Ich verstehe die Frage nicht. Hast du mal so einen Kohlrabi probiert? Schön schnurpsig, oder? Mhm. Frischer Kohlrabi, lecker, mega. Brauchst du noch nicht mal so klein schneiden? No? Mhm. Hätte gereicht, wenn du, lass mal die draußen, wenn du den ganz einfach nur geviertelt hättest. Okay. No? Also nicht schlimm. So. Kann ich trotzdem meine reinhauen jetzt, ne? Ne, lass hier. Können wir nebenher ein bisschen schnurpsen. Und hier? Die Zwiebel noch halbieren. Mhm. Hier rein. Lauch, Länge noch halbieren. Auch mit rein. Jetzt lässt du kaltes Wasser hier drauf, bis hierher ungefähr, Adi. Ja? Geht los. Richtig kaltes Wasser, holst du dir von da oder von da drüben. Und dann kommt Salz dazu, Pfefferkörner, Lorbeer. Nee, einfach hier top drunter halten und Feuer frei. So, jetzt kannst du hier Hallo sagen, das ist Enea. Enea ist im Prinzip Handelsvertreter für Scambaro, unter anderem. Und Adrian ist mein großer Sohn. Ne? So, jetzt werden wir uns noch ganz schnell auf jeden Fall in dem Topf mit Wasser hier, habe ich angesetzt, die Tomaten noch häuten. Das heißt, wir ritzen die einfach oben ein und dann kommt die hier mit rein ins Wasser. Warum machen wir das? Weil im Prinzip die Tomatenhaut in der Hinsicht uns jetzt hier bei dem Pürkel stören würde. Wir könnten natürlich auch geschälte Tomaten aus der Dose nehmen. Wäre natürlich auch kein Problem. Aber ich möchte hier die frischen Produkte halt verwenden. Also ganz kurz ins heiße Wasser. Schnappen uns noch eine Schaumkelle, die holen wir uns nachher. Ciao. Ciao. Gut, Salz, Adrian, machst du... Brauchst du nicht sparsam sein? Mhm. Nimmst du einfach mal 10 Gramm, ist immer so eine Schaufel hier. Mhm. Ne? Machst du mal 6 so eine Schäufelchen da rein. Okay. Pfeffer nehmen wir uns hier auch wieder schwarze Gold daher. Da kann ruhig eine Kelle mit rein. Und was haben wir hier noch? Lorbeer. Zwei Lorbeerblätter und dann lassen wir die wirklich ganz langsam im Prinzip aufkochen. Das ist jetzt keine Sache, die mal schnell geht, sondern das ist eine Nummer, die ihr euch im Prinzip früh ansetzt
Und je länger die natürlich draufsteht auf dem Herd, umso kräftiger, umso besser wird sie natürlich. Ne? So, hier bei unseren Tomaten seht ihr, wie sich so langsam die Haut löst von der Tomate. Na, wir lassen sie noch einen kleinen Augenblick. Und anschließend kommt sie ins Eiswasser. Da lässt sich natürlich die Haut dann noch besser entfernen. Die Spitzpaprika hier einfach in Würfel schneiden erstmal. So, Adrian, Brühe. Mhm. Deine erste Brühe, oder? Ja. Es gibt immer ein erstes Mal. Mhm. So, also Tomaten hier rein. Du kannst mal hier in dem hinteren Topf ein bisschen rühren, Adrian, dass das nicht anbrennt. Genau. Geben dann hier gleich die Paprikawürfel dazu. Aber in Ungarn sind die Paprikaschoten eher von der Farbe her weiß. Genau, weiß oder gelb, ne? Mhm. So, hier da rein mit. Dann kannst du als nächstes dich um die Tomaten kümmern, Adrian. Tust sie hier die Haut abziehen. Dann machst du hier die Küchenrolle. Dann ziehst sie hier einfach runter. Okay. Wenn die dann runtergezogen hast, halbierst du die Tomate, viertelst, machst den Strunk hier unten raus und schneidest die in grobe Würfel, so ungefähr hier Daumennagelgröße. Okay, ja, ne? Und dann könnt ihr hier hinten mit rein. No. Genau, in der Zwischenzeit können wir hier noch, in dem Wasser, wo wir die Tomaten jetzt blanchiert haben, kommt natürlich noch unsere Nudel rein. Nudel in der Hinsicht, er wird lächeln, das ist aber eine ungarische Nudel. Im Prinzip nennt sich Eperlevel, das ist das Blatt der Erdbeere. So wird es genannt und eine typische Nudel, die in Ungarn in eine kräftige Brühe halt reinkommt. Ne? Also eine Suppennudel in der Hinsicht. Also hier das Wasser natürlich auch wieder salzen vorher, klar. So, reichlich Salz da rein. Hier bei der Brühe machen wir erstmal einen Deckel drauf. Und dann können wir uns in der Zwischenzeit hier dem Kalbfleisch widmen, Kalbsoberschale. Und zwar werden wir uns hier natürlich das Fett wegschneiden. Das nennt man parieren, parieren wegschneiden. Wir wollen natürlich nur das magere Stück Fleisch haben, aber in dem Fall schneiden oder schmeißen wir jetzt hier die Abschnitte des Fleisches nicht weg, sondern geben es gleich der Brühe halt mit zu, ne? Um dort noch ein bisschen Kraft mit reinzubringen. So. Und hier mit rein. Ja, zwischendurch immer schön mit rühren hier. So, separat hier die Nudeln abkochen. Und unser Fleisch jetzt hier in der Hinsicht in kleine Würfel schneiden. Ne? Das wird dann die Füllung für unsere Palatschinken. Adi, Palatschinken, ja, bei dir. Herzhaft. Ich glaube, die haben wir so noch nicht gegessen herzhaft zusammen. Haben wir noch, ne? Nicht gemacht. Auch eine Premiere heute für dich. Oh ja. Ansonsten, wenn es Palatschinken gibt, was kommt da bei dir rein? Leckwadosch Palatschinken. Ja, Leckwadosch. Das muss natürlich erklären, was Leckwadosch ist, ne? Marmelade. Und was für eine Marmelade? Am besten Aprikosenmarmelade, oder? Ja, am besten, ja.
Und natürlich noch am besten von der Aprikose, die bei uns im Garten wächst, oder? Oh ja. Aber, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, in einer Woche circa im Online-Shop Aprikosenmarmelade direkt aus Ungarn eingeflogen. Diverse Weine, Säuerlichkeiten etc. Schaut einfach mal bei mir im Shop rein. Da findet ihr natürlich auch ungarische Spezialitäten, natürlich auch Weine aus der Schomloher Ecke. Also sensationell, müsst ihr unbedingt mal probieren. Adrian, du bist ja momentan noch im Homeoffice unterwegs, oder? Ja. Und hast natürlich die Ausbildung gewählt, das kannst du eigentlich auch mal erzählen. Ne? Du hast dich ja, viele Jugendliche haben ja noch ein Problem, eine Ausbildung zu finden oder wissen gar nicht, was sie machen wollen. Das stimmt. Du hast deine Schule ganz entspannt abgeschlossen, hattest aber keine Lust mehr weiter auf Schule und hast dir gesagt, du bewirbst dich jetzt einfach. Was hast du denn gemacht? Ja, also ich habe zuerst eine Bewerbung an das Hotel Hilton geschickt, wo du auch deine Ausbildung gemacht hast. Hotel Hilton, dort habe ich auch gelernt. Zwar nicht als Koch, sondern als Hotelkaufmann. Ja, dann kam schon die Zusage nach dem Gespräch. Ja, und dann hat sich halt die Bundespolizei gemeldet. Ja. Hat die sich einfach angerufen, Adi, es geht los? Nee, oder ich habe ja auch schon hier ein bisschen, auch in der Zeit, wo ich schon in Hilton diese Werbung hingeschickt habe, habe ich auch schon hier die Werbung an die Bundespolizei geschrieben. Dann ging es gleich los mit dem Sporttest, mit dem Deutschtest, mit dem Diktat, was sich aber jetzt alles schon wieder verändert hat. Wurden die Liegestütze zum Beispiel rausgenommen und ja, so ein Kasten-Boomerang-Test auch rausgenommen. Was, Liegestütze haben sie rausgenommen? Liegestütze haben sie jetzt rausgenommen. Okay. Genau. Aber Liegestütze kannst du doch, oder? Ja. Damals war es noch da. Damals war es schwer, kann ich mich noch erinnern. Aber wenn man das will, wenn man den Willen hat, dann schafft man das natürlich auch, ne? Oh ja, muss man schaffen. So, genau, dann habe ich den Test bestanden gehabt. Dann ging es weiter zum Vorstellungsgespräch. Ja, auch geschafft. Mussten wir mehrmals nach Bamberg. Ist die Mama mit dir nach Bamberg Mama, gefahren? Mama, Opa, du. Genau. Das war schon eine weitere Entfernung. Genau. Jetzt geht man natürlich hier hinten ein bisschen mehr Bums. Na, ein bisschen mehr Power. Power. Genau, wunderbar. Boah, das wird ein Pürkel, sensationell. Bursch, was kommt von draußen rein? Holla hi, holla ho, kann ja nur die Niki sein. Die Niki ist da. So, Niki, was hatten wir heute für ein Thema? Ist es dabei geblieben? Ja, ist es natürlich. Also, hi Niki. Machen wir wieder so, ne? Niki, grüß dich. Jetzt kennt euch ja schon, ne? Ja, klar. Genau. Niki hat was vorbereitet heute wieder. Blumenatelier. Ja. Dort ist die Kamera. Wir haben eine Live hier fertig, dass wir dann sozusagen gleichzeitig anrichten können. Da kann ich es essen und nicht die Blumen. Heute mache ich einen Strauß. Angelehnt an das ungarische Thema. Mais und andere Sachen. Und ja, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Also ich bin jetzt schon überzeugt davon, dass das wieder sensationell wird. Ne? Alles klar. Gut, Niki, bis dann, ne? Viel Spaß dabei. Also du kannst dir ruhig Zeit lassen. Ne? Also wir haben noch straffes Programm. Adi, Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Ja, wir haben uns gerade sympathisch unterhalten. Genau. Palatschinkenteig, Adi, Eierkuchenteig. Hast du eine Ahnung, was da rein muss? Eier. Genau, keine Eier. Doch, keine. Eier kommen rein, auf jeden Fall. Was kommt noch rein? Zucker. Zucker in dem Fall jetzt nicht, weil nicht süß sind. Genau. Salz, Mehl, Milch und Liebe. Na? Also bist du dann gleich mal hier der Palatschinten-Teig-Anrührer. In Ungarn sagt man a Palatschinter-Fellelösch. Adi, du bist jetzt der Palatschinter-Fellelösch. Also, auf geht's. Hier hast du Eier. Wir machen mal hier trotzdem erstmal all das, was hier ist. Ja, das wollte ich auch schon. Hier in die Schüssel rein. Bam, 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 bam. Zwischendurch ein Robert hier, noch was Gesundes.
Schnurzig und Kohlrabi. Das noch mit wegmachen, Adi? Si, Senor. Zwischendurch probieren wir mal hier unsere Nudel. Wie zu Hause. So, hier seht ihr jetzt im Prinzip die Paprika, die Tomate und natürlich auch das Fleisch. Gibt im Prinzip hier seinen Saft ab und macht das Ganze richtig schön saftig, aromatisch, lecker. Ne? Im Endeffekt sind jetzt hier noch keine Gewürze dran. Hier muss natürlich wieder Salz ran, ganz klar. Ja, wir nehmen jetzt hier mal gutes Bergkernsalz. Mein Opa hätte früher gesagt, na, wir gehen Maschen schon. Das ist schon wieder, dass Salz anders ist. Jedes Mal schmeckte das Salz bei ihm anders, warum auch immer. Ist heute auch noch so, also wenn ich ungarisches Bergkernsalz kaufe, das ist immer von der Intensität anders. Ja, also verlasst euch da nicht auf die Verpackung, sondern ihr müsst natürlich auch probieren, ihr müsst euer Salz kennen. Ne? Mit dem ihr kocht. So, in dem Fall Pfeffer noch dazu. Adi, du kannst dort schon mal reingeben. Und zwar nehmen wir 4 Eier. Dann Mehl hast du hier. Das Mehl werden wir aber 1,7. Ne? Milch dazu hast du hier. Fängst erstmal an, die Eier aufzuschlagen. 4 Eier rein, kleine Prise Salz. Gebe ich dir gleich rüber. Ja, da macht das rein. Egal. So, also hier alles schön vor sich hin köcheln lassen. Also ihr müsst doch keine Flüssigkeit zugeben. Das, was in der Tomate drin ist, was in dem Paprika drin ist, was in dem Fleisch drin ist, reicht vollkommen aus. Ja? Und wenn wir jetzt natürlich hier noch Salz zugeben, so wie wir es gerade gemacht haben, zieht das natürlich auch wieder Flüssigkeit. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen paprizieren, das heißt mit einem Edelsüßpaprika anstäuben. Ja? Dann kommt ein Deckel drauf und dann lassen wir das ganz langsam entspannt vor sich hin köcheln. Ja? Genau, bei deiner Ausbildung sind wir stehen geblieben, Adrian. Ne? Genau. Wie geht's denn da weiter? So, zurzeit, durch Corona, ist alles ein bisschen ins Homeoffice abgeleitet worden. Ja. Was man leider nicht ändern kann. Aber du musst ja schon wieder Ende des Monats jetzt. Jetzt, Ende dieses Monats. Also geht's wieder Richtung Bamberg. Montag geht es wieder Richtung Bamberg. Ins Ausbildungszentrum. Richtig. Wie muss ich mir den Tag dort vorstellen? Bei dir im Ausbildungszentrum? Einfach nur mal, ja. Damit vielleicht, wenn einer Bundespolizist werden möchte, dass man vielleicht von einem angehenden Bundespolizisten hört, wie das abläuft. Ne? Also, es geht ganz normal los. Man ist auf Stube, Wecker klingelt, stehst auf, frühstücken. So, dann geht's 7.10 Uhr. Geredet habe Tagesablauf los mit Unterricht, 45 Minuten, verschiedene Unterrichtsfächer über Recht, Kriminalistik etc. pp. Genau, und ja, Sport auch mit, Einsatztraining, ja. Viel Sport eigentlich, ne? Ja, der geregelte Tagesablauf geht meistens um 16.30 Uhr oder 15.40 Uhr. Ja, und dann Nachbereitung auf Stube, gerade jetzt, kurz vorm Ende, viel gelernt werden. Ja, aber es war zwischenzeitlich schon so, dass du immer viel gelernt hast. Ne? Also du musstest immer deinen Stoff, den du im Tag gehabt hast, den musstest du immer nochmal verinnerlichen, wiederholen. Ja. Also es ist jetzt nie einfach mit so... Mit den Kollegen zusammen. Also nie einfach so hinsetzen auf die Couch und Füße hoch, sondern es war halt schon auch intensiv, was Lernen betrifft. Ne? Auf jeden Fall. Ich bin der Typ so, dass ich gerne mit den Kollegen zusammen lerne, wenn die mal was anbringen müssen, ob es richtig ist oder ob es falsch ist. Und das ist einfach besser so. Meine Meinung. Korrekt. Gut, jetzt werden wir hier noch ein bisschen Paprika zugeben und dann bin ich beim Palatschinkenteig gleich mit bei dir dabei. Gut. Und zwar habe ich hier einen edelsüßen ungarischen Paprika. Da gibt es natürlich auch verschiedene Sorten, verschiedene Varianten. Kommt darauf an, werden die Kerne mit reingemahlen, wird die Schale mit reingemahlen. Die Farbe, die Reife der Paprikaschote, ne, das spielt alles natürlich auch in die Paprikasorte mit ein.
Aber der Duft alleine schon, also wenn ihr das jetzt wahrnehmen könntet, mega. Das ist wie Augen zu. Ich habe es schon so vor Augen, halt Augen zu. Schön am Balaton. Kessel an, Feuerchen an. Genießen. Ungarisches Weinchen dazu. Und dann einfach genießen. So Adi, so. Jetzt geben wir hier Milch dazu. Ne? Ich sag Stopp. Mehr. Und Stopp. Prise Salz. Jetzt schnappen wir uns hier das kleine Sieb. Geben Mehl dazu. Warum machen wir das durch Sieb, Adrian? Das ist eine Ahnung. Gut, das reicht. Jetzt halten die Klumpen, ne? Richtig, stimmt. Einen richtig schönen, feinen, glatten Teig haben. Du kannst mal rühren hier. Jo. Und ich gebe dir immer ein bisschen Mehl dazu. So, und ich kann mich noch erinnern, wenn meine noch die Palatschinken gemacht hat. Die hat es eigentlich nie geschafft, so richtig hier fertig zu werden. Nämlich ist der Mäckschütten ja Palatschinta. Das heißt, sie hat immer gebraten, gebacken in der Pfanne. Und wir als Kinder mit meinem Bruder zusammen, da ging es immer, wenn fertig war, gleich rein in den Mund. Ne? Das war schon eine Herausforderung für meine Noddy, ne? Für meine Oma. So, Adi, was meinst du? Ne? Brauchen wir noch Mehl? Nee. Zeig mal. Zeig mal her den Aal. Zeig mal, das Zeug ist. So, da brauchen wir doch mal ein bisschen was. Jawohl. Du rührst weiterhin. Genau, Achtung, warte. Ja, wir lassen ihn mal ganz kurz stehen hier. Zieht ja auch noch ein bisschen nach. Der darf nicht zu dick sein und nicht zu dünn. Ne? Der originale Palatschinkenteig gibt natürlich hier auch wieder viele Rezeptoren. Die Ungarn machen sogar noch ein kleines Stück Soda mit rein. Das heißt, Mineralwasser, schöner aus der Sodaflasche. Kennst du noch, Adi, oder? Soda. Soda läuft immer. Zum Beispiel auch zum Weißwein, ne? Nein. Da kannst du ein Lied davon singen, oder? Oh ja. Schöne Weinschorle, schön Frötsch getrunken. Nice. Und der ungarische Wein, der haut natürlich auch rein. Ne? So, hier schaut man hier, wie das schön vor sich hin köchelt. Nehmen wir ein bisschen Temperatur zurück. Und lassen das jetzt hier ganz langsam vor sich hin schnurcheln. Dann kommt natürlich beim Hodabai die Palatschinta eine Unmenge an saurer Sahne halt mit dazu. Ja, das wird eher so eine cremige Sahnesoße, aber mit saurer Sahne keine Schlagsahne. Und das füllen wir dann ganz einfach in die Palatschinten ein. Ne? So, gut. Jetzt heißt es Pfanne aufstellen. Adi, das wird jetzt deine Challenge. Und Palatschinken backen. Dazu brauchen wir ein Öl. In dem Fall hier ein Rapsöl. So. Und meine Oma hat im Prinzip immer, also meine Leute, hat immer das Öl ein bisschen erwärmt halt, ne? Dass das nicht kalt im Prinzip in die Pfanne reinkommt, sondern schon auf Temperatur ist. Gut, also, hier ein bisschen Öl rein. Also meine Oma hat es immer so gemacht, Öl rein. Dann war natürlich das erstmal zu viel, was da drin ist. Das geben wir dann hier so schön in die Verteilung, schön in der Pfanne. Immer viel zu schnell. Viel zu schnell vorbei, ne? So, hier machst du eine Kelle. Ja, und dann tust du den Teig. Schön rumlaufen lassen, ne? So, ja. Es könnte sein, dass der noch ein bisschen zu dick ist. Gib mal einen kleinen Schluck Milch dazu. Ein
Ich weiß schon, auf was der Robert jetzt wartet. Das kannst du auch vergessen. Wird nie passieren. Schön damit der Anfang, ne? Genau, jetzt die Pfanne schon zu dir. Richtig, genau. Jetzt lässt du schön breit laufen. Mal rum. Sehr gut, Adi. Ja, da wird sich aber jemand freuen, wenn du Palatsch hinten machen kannst, Adi. Gut, passt und wieder draufstellen. Sehr gut. Das machen wir jetzt noch mal. Die Schwammkette, und dann seht ihr hier. Seht ihr das? Wir können die beides gleichzeitig machen, oder? Ja, Bingo! Sehen! Sehr gut, Adi. Sieht gut aus. Also hier Schaumkelle, Schmutzstoffe. Die sammeln wir uns jetzt ein. Die sind natürlich dafür zuständig. Das heißt, wenn wir es weiter köcheln lassen mit diesen Trübstoffen hier oben drauf, dass unsere Brühe ganz einfach mal nicht klar wird. Ne? Das ist im Prinzip nur Eiweiß. Und Eiweiß tut jetzt die ganzen Trübstoffe aus der Brühe hier einschließen. Ne? Und die setzen sich hier oben ab. Links rausnehmen. Mega, Adi, sehr gut sieht's aus. Schöne frische Palatsch hinten. Können wir beim Lotzi eigentlich uns mal anmelden unten, oder? Na klar. Erika macht schöne Schalgebutter-Zleckwarte dazu und dann geht's ab. Gut, Adrian? Du bist jetzt hier in der Palatschinken-Produktion, ne? Wir lassen jetzt hier mal zwei Espressi raus, weil wir haben natürlich auch einen Gast mit da. Was heißt ein Gast? Ganz einfach nur zum Treffen. Wir haben natürlich noch andere Projekte, die noch nebenher laufen. Und unter anderem wird es ein Pasta-Projekt geben, der Marke Scambaro, die wir hier ganz einfach auch mit ins Portfolio aufnehmen möchten bei unseren Promotion-Events, wie auch immer. Ne? Deswegen ist heute an Enea mit zu Gast. Der schaut sich das Ganze einfach mal von der anderen Seite an. Ne? Also Enea, du kriegst gleich dein Espresso und dann geht's ab, oder? So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier in der Endphase. Und zwar, Adrian, brauchen wir hier nochmal saure Sahne in unser Kalbspürkelt. Rein damit. Vorsicht, das kommt mit einmal, ne? Wie viel muss denn rein? Rein. Gut. So, da wird das hier richtig schön rahmig. Mm, mega lecker. Aber irgendwie scheint die GoPro nicht zu laufen, oder? Gut, das bleibt so. Unsere Brühe geben wir jetzt hier noch ein bisschen von der Petersilie oben rein. Bam. Und dann brauchen wir zwei Löffel, Adrian, zum Probieren. Und zwar als erstes die Brühe. Mega. Ja, oder? Ja. Eine schöne Rinderbrühe. Mhm. Du lachst. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Klar. Schön. So, jetzt noch das Pürkelt probieren, wieder neuer Löffel. Mmh. Adi, ein Traum. Oh ja. So, Vorgehensweise. Wir müssen jetzt die Brühe passieren. Das kannst du machen hier, Adrian. Mhm. Durch Sieb durch. Das ist Konzentration. Das liegt jetzt hier im Blut. Oh, da kommt hier schön ein Löffelchen von unserem Kalbspürkelt hier rein. So. Zumachen.
Und noch einen da drauf. So, dann machen wir hier natürlich ein bisschen was von der Soße, von dem Ragout halt mit drüber. So, stellen Sie mal hier so her. Jetzt kommt die Niki natürlich noch mit dazu. Niki kommt hier in die Mitte. Mega, guck dir mal diese herrlichen Farben an. Ein Traum. Jo. Niki, sag mal was dazu. Ja, ich habe dich gefragt, was ist so typisch für Ungarn, von den Blumen, vom Beiwerk her. Und da hast du gesagt, Mais, Sonnenblumen auf jeden Fall und den und den Farben. Und da habe ich mir gedacht, okay, das passt jetzt auch zum Herbst, dass wir beides miteinander kombinieren. Ich habe jetzt vom Mais ein bisschen was geholt, die Sonnenblumen habe ich noch gefunden und dann noch ein bisschen was Kräftiges von der Farbe mit dazu. Und ich denke, das passt heute. Oh ja, Träumchen, oder? Ein Traum. Ja. Adi, du darfst auch was sagen? Ein Träumchen. Ein Träumchen. Feinsten. Perfekt. Also, jetzt lassen wir es uns auf jeden Fall schmecken, oder? Okay. Wir haben hier einen schönen Hurtel bei die Polacinta, gefüllt quasi mit Kalbsragout. Dann eine schöne Huschlewäsche, also eine ungarische Fleischsuppe. Macht Lust auf mehr. Danke, Adi. Gerne, schön, dass du Zeit gefunden hast. Immer wieder. Niki, danke. Hi. Blumenatelier Freiberg. Wenn ihr mal Hilfe braucht, ne? Die Bundespolizei ist auch immer für euch da. Keine Frage. Enea, wir lassen es uns gleich schmecken. Robert, dir auch besten Dank. Rizzo ist raus. Ich danke euch und schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rizzo.